Nach 5 Jahren, in denen ich die Berge, das Gebirge, sehr vermisst habe, wollte ich in diesem Jahr unbedingt mal wieder eine richtige Bergwandertour machen. Habe Freund Gerd und Sohn Matthias gefragt, ob sie mitgehen. Es war aber nur Zeit für eine 3-Tage-Tour. Die Wahl fiel auf den Heilbronner Weg in den Allgäuer Alpen. Das war eine gute Wahl. Gerd und ich kamen am 18.08. am Nachmittag in Rietzlern im Kleinwalsertal an. Im Marburger Haus waren wir gut untergebracht. Wir fuhren am Spätnachmittag noch kurz nach Hirscheck rüber, wo sich die Bergschule befand. Letzte Informationen abfragen. Matthias kam erst gegen 20 Uhr dazu. Wir sahen gespannt dem ersten Wandertag entgegen. Die Wetterprognose war nicht gut. Nun ist er also da. Freitag, der erste Wandertag. Treffpunkt war die Bushaltestelle Feisteneu unweit der Talstation Fellhornbahn. Am Parkplatz nebenan das Auto parken und fertig machen für die Wandertour. Nebenan der Rappen Alpenbach fließt ruhig vor sich hin. Eigentlich sollte die Wandertour im Uhrzeigersinn verlaufen. Das wurde aber von Bergführer Helmut und Steffi wegen der Schlechtwetterprognose gleich geändert. Jetzt eben andersherum. Die Wandergruppe ist komplett, Regensachen sind angezogen und jetzt warten wir nur noch auf den Bus, der uns nach Birksau bringt. In Birksau, gegenüber dem Birksauer Hof, geht es dann aber los. Wir gehen zunächst auf dem asphaltierten Weg 441 im Rappenalbtal Richtung Schwarze Hütte. Der Rappenalpenbach nebenan begleitet uns. Und dass es regnet, das kann man auf den Bildern wohl sehen. Die Naturschutztafel nehmen wir gern zur Kenntnis und sehen auch den Hinweis Schwarze Hütte 2 Stunden. Wir kommen hier an der Buchrheinalpe vorbei. Sieht gut aus, aber bei dem Wetter nur die Kühe lassen es sich richtig gut gehen. Unterwegs mal ein Foto und dann fällt der Blick nach links über den Bach hinüber zur Alpe Breitengehren auf 1156 Metern. Wir überqueren den Rappenalpenbach und sehen dann auch bald die Schwarze Hütte auf 1242 Metern. Hier machen wir eine kleine Pause. Von der Schwarzen Hütte erfolgt dann der Anstieg auf einem schmalen Pfad, dem Eselsweg, in Richtung Rappenseehütte. Wir nehmen das Schild Rappenseehütte 2 Stunden gelassen zur Kenntnis und lassen die Schwarze Hütte hinter uns. Auf dem Eselsweg ging es zunächst noch auf einem Waldpfad bergan. Immerhin hatten wir ja noch 800 Höhenmeter vor uns. Auf dem Weg zur Rappenseehütte. Der Regen hatte zwischenzeitlich auch mal kurz nachgelassen und dann hatten wir die mittlere Rappenalpe erreicht. Kurze Trinkpause. Wir sind jetzt hier auf der mittleren Rappenseealpe. Auf 1620 Metern.
und brauchen noch eine gute Stunde bis zur Rappenseehütte. Immerhin, hier hatten wir 400 Höhenmeter hinter uns, die Hälfte des Anstiegs war also geschafft. Aber bis zur Rappenseehütte lagen noch weitere 400 Höhenmeter vor uns. Die Waldzone, die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Am Abzweig zur Enzianhütte machen wir noch einmal eine kurze Trinkpause. Die Enzianhütte liegt dort auf 1780 Metern und beherbergt die höchstgelegene Brauerei Deutschlands. Nun ist es aber wirklich nicht mehr weit bis zur Rappenseehütte. 20 Minuten verspricht die Beschilderung und dann ist die Hütte auch schon erreicht. Rappenseehütte erreicht, ja. Mit dem Rappensee. Ja, genau. Jetzt geht alles ziemlich schnell. Bergstiefel im Stiefelraum ausziehen, Unterkunft beziehen, die nassen Sachen in den großen Trockenraum, etwas frisch machen und frische Sachen anziehen. Dann erst einmal in Ruhe Kaffee und Kuchen im schönen Gästeraum genießen. Später dann im Nebengebäude duschen, einfach herrlich. Den Abend haben wir dann nach dem wirklich guten Abendessen ganz gemütlich und sehr unterhaltsam ausklingen lassen. An dieser Stelle mal ein kleiner Einschub zur Rappenseehütte. Mit einer kleinen Holzschutzhütte der Alpenvereinssektion Kempten hat 1885 wohl alles mal angefangen. Mehrfach wurde aber inzwischen die Hütte erweitert und modernisiert. Circa 280 Unterbringungsplätze gibt es heute, teils als Lagerplätze, teils als Betten. Die Hütte wird von Silvia Socher und Andi Greiner geführt und die machen das mit ihrem Team ganz prima. Der zweite Wandertag steht an. Um 7.30 Uhr haben wir in Ruhe gefrühstückt. Laut Wetterprognose sollte es am Vormittag bewölkt, aber trocken sein. Idee von Helmut und Steffi war, eine Wanderung in der Nähe der Hütte auf den Rappenseekopf und eventuell noch auf den Hochrappenkopf zu machen. Um 8.30 Uhr ging es los. Zunächst der Anstieg zum Gipfel des Rappenseekopf auf 2469 Meter. Dort, den Pfad, ging es hinauf. Es war etwas diesiges, nebliges Wetter, aber trocken. Die knapp 300 Höhenmeter waren bald geschafft und der Gipfel Rappenseekopf erreicht. Am Grenzstein 133,15 standen wir jetzt auf österreichischem Grund und Boden. Europa sei Dank. Natürlich blieben wir noch ein paar Minuten auf dem Gipfel, bevor wir abstiegen, um dann erneut den kleinen Anstieg zu machen auf den Hochrappenkopf auf 2425 Metern. Die kleine Wanderrunde heute hatte den Vorteil, dass wir uns schon mal im Fels bewegten und auch mal die Hände zu Hilfe nehmen mussten. Eine gute Vorübung für den kommenden Tag. Auch der Gipfel des Hochrappenkopf auf 2425 Metern war bald erreicht. Die Wolkendecke ließ nun sogar mal ein paar Sonnenstrahlen durch und erlaubte Ausblicke in das Tal bis hin nach Oberstdorf. Dann folgte der Abstieg Richtung Rappenseehütte.
Das waren ja nur 350 Höhenmeter. Eine Runde um den großen Rappensee haben wir noch gemacht, bevor wir uns der Hütte und dem nebenan gelegenen kleinen Rappensee näherten. Zwei der Mädels kamen auf die Idee, in dem sehr frischen Wasser des Rappensees ein kleines Bad zu nehmen. Alle Achtung, kann ich da nur sagen. Den Nachmittag konnte jeder in Ruhe für sich verbringen. Am Anfang vielleicht noch draußen auf der Terrasse, es hatte inzwischen aber wieder angefangen zu regnen. Den Abend haben wir nach dem sehr guten Essen auch wieder in gemütlicher Runde und mit netten Gesprächen verbracht. Nun ist er also da, der dritte Wandertag, der uns über den Heilbronner Weg oder auch Heilbronner Höhenweg genannt, bringen soll. Die Wetterprognose stimmte. Schon früh am Morgen, kurz nach 6 Uhr, ließ sich die Sonne blicken. Um 6.30 Uhr gab es dann ein gutes Frühstück. Für den heutigen Tag war klar, er würde lang werden, also Verpflegung zusätzlich mitnehmen. Der Heilbronner Weg wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der Alpenvereinssektion Heilbronn angelegt, daher der Name. Er ist der älteste hochalpine Steig in den Allgäuer Alpen und führt zwischen 1800 und 2600 Metern durch wilde, gebirgige Landschaft mit zahlreichen ausgesetzten Stellen. Wir sind die Variante Rappenseehütte, Bockkarkopf, Bockkarscharte, Waltenberger Haus und runter ins Tal zurück nach Bürgsau gegangen. 7.30 Uhr sind wir dann an der Rappenseehütte los. Uns erwartet ein interessanter, sonniger Wandertag. Das sonnige Wetter heute Morgen sorgte natürlich auch für eine gute Stimmung. Hinter einem Felsen entdeckten wir sogar einen Steinbock. Gelegentlich blieben wir auch mal kurz stehen und gönnten uns die tolle Aussicht. Es ging hoch, noch über Geröll, dann aber in den festen Fels. Mal auch etwas runter, aber klar, wir mussten weiter hoch. Zwischendurch erreichten wir das Heilbronner Tor, eine Felsspalte, gerade breit genug, dass wir hindurchpassten. Bergführer Helmut hatte uns versprochen, eine Pause einzulegen an einem dafür gut geeigneten Platz. Der war dann auch bald erreicht. Es war bereits ziemlich warm und die eine oder andere Jacke war schnell gewechselt. Von unserem Pausenplatz aus waren es nur wenige Meter bis zu der Leiter, die wir später hochklettern sollten. Und auch den eisernen Steg konnten wir schon sehen. Das alles aber erst nach der Pause. Gegen 10 Uhr machten wir uns wieder auf den Weg. Nach wenigen Metern die Leiter hoch und kurz darauf über den kleinen Steg. Das war schon mal interessant. Gut anderthalb Gehstunden lagen nun noch vor uns bis zum Bockkarkopf. Das war ja heute unser wesentliches Ziel. Das Gehen im Fels bei zahlreichen ausgesetzten Stellen erfordert schon ein gutes Maß an Konzentration und Trittsicherheit. Mal geht's rauf, mal wieder runter, aber mit der Tendenz immer nach oben, natürlich. Dann konnten wir den Bockkarkopf in der Ferne schon sehen. Bergführer Helmut zeigt, da geht's rüber. Wir sind also über den langen Grat und hoch auf die 2609 Meter. Dann war gegen 11.30 Uhr der Gipfel des Bockkarkopf erreicht. Natürlich waren wir guter Stimmung, herrliches Wetter, weite Aussicht und eine kurze Pause. Leider haben wir es aber versäumt, hier oben mal ein Gruppenfoto zu machen. Gegen 12 Uhr
machten wir uns wieder auf den Weg. 500 Höhenmeter Abstieg lagen vor uns über die Bockkarscharte zum Waltenberger Haus. Nun also runter vom Bockkarkopf, rüber zur Bockkarscharte und weiter runter zum Waltenberger Haus. Aber zunächst bewegten wir uns noch eine ganze Weile im festen Fels. Der Abstieg erfordert ebenfalls ein hohes Maß an Konzentration. Ganz in Ruhe geht's im Fels runter. Bergführer Helmut immer voran. Er weist auch immer auf Stellen hin, an denen besondere Vorsicht geboten ist. Hier mal ein Blick nach Westen auf die gewaltige Berglandschaft. Dann kommen wir so langsam aus dem festen Fels raus und sehen entfernt den Pfad zum Waltenberger Haus. Dann haben wir auch die Geröllhänge hinter uns und sind jetzt auf dem festeren Pfad. Das Waltenberger Haus ist nach ca. 2 Stunden dann bald erreicht. Es liegt in sehr exponierter Lage auf 2084 Metern. Das Gebäude wurde 2015 bis 2017 anstelle des alten Hauses neu erbaut. Bei herrlichem Sonnenschein machten wir nun erstmal eine ausgiebige Pause draußen auf der schönen Terrasse. Kurz vor 15 Uhr machten wir uns dann wieder auf den Weg runter ins Tal. Es lagen ja immerhin noch 1000 Höhenmeter Abstieg vor uns. Vom Waltenberger Haus runter kamen wir dann relativ schnell in die Grünzone. Es wurde mit ca. 3 Stunden dann aber doch noch ein langer Weg ins Tal. Als wir in den Grünbereich kamen, spürten wir deutlich die zunehmende Wärme. Der starke Regen der letzten Tage hatte den schmalen Pfad teilweise beschädigt. An dieser Stelle waren schon zusätzlich Stege verlegt und ein Seil gespannt. Runter ging es, immer weiter runter ins Tal. Mehrfach haben wir den Wasserlauf, der vom Berg herabkam, überquert. Vorsichtig, aber ohne Probleme. Auf der Karte kann man die 1000 Höhenmeter Abstieg vom Waltenberger Haus runter ins Tal bis Einödsbach nochmal gut nachvollziehen. Kurz vor 18 Uhr hatten wir Einödsbach erreicht. Von dort war es nur noch eine knappe halbe Stunde bis Bürgsau. Im Bürgsauer Hof haben wir noch mal kurz bei einem Getränk zusammengesessen, bevor wir dann mit dem Bus weitergefahren sind zum Parkplatz Feisteneu. Hier am Parkplatz, wo am Freitag alles begonnen hatte, haben wir uns dann verabschiedet. Wir haben gemeinsam 3 schöne und sehr interessante Tage verbracht und eine tolle Wandertour in den Allgäuer Alpen gemacht. Der Abschied ging dann leider, wie immer, viel zu schnell. Jetzt nochmal Dank und Gruß an das ganze Team. Ja, es war eine eindrucksvolle und schöne Tour.